Und damit gebe ich ab an Chris, der gute Nachrichten über das Wetter hat. Ganz genau. Man sollte einfach rausgehen und den Tag genießen. Werfen wir einen Blick auf die Gesamtwetterlage. Hey, hier ist Sandy von hinten. Kannst du das Bodenpersonal anrufen? Wir brauchen noch ein paar Decken und Kissen. Die weiße Zone ist nur zum Aus- und Das Meeting gestern Abend war toll. Er ist bestimmt begeistert. Ladies und Gentlemen, wir beginnen jetzt mit dem Boarding. Wir bitten die Passagiere der ersten Klasse, sich zum Flugsteig 17 zu begeben. Guten Morgen, Sir. Gerade noch so. 4D. Danke. Ladies and Gentlemen, leider ist heute Morgen starker Flugverkehr und dadurch kommt es zu einer Verspätung von ungefähr 30 Minuten. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir sind die Nummer 1 auf der Warteliste. Flight Attendants, prepare for take-off. Ich will nach Hause zu meinen Kindern. Okay, United 93, runway 4 left, clear for take-off. Roger that. Sir, CNN meldet gerade, dass ein Sportflugzeug das World Trade Center getroffen hat. Mann, eine Menge Qualm. Wir haben noch eine. Wir haben noch eine Flugzeugentführung. United 175 hat seinen Transponder ausgeschaltet. Wir haben eine mögliche Flugzeugentführung. Flugabwehr, verteilen Sie die Piloten über Manhattan. Verstanden. Wir haben unsere Reiseflughöhe von 35.000 Fuß erreicht. Ich werde jetzt das Ansteigzeichen ausschalten. Wir schicken die Flugabwehr. Die Maschine geht runter, da bin ich mir sicher. So, bitte einen Saft für Sie? Nein, da ist er, da ist er. Das kann nicht wahr sein. Sieht ihr das? Das ist eine Flugzeugentführung. Er wird das Ding da treffen. Verdammt, seht euch das an! Oh mein Gott! Zwei Flugzeuge haben das World Trade Center getroffen? Wir haben New York gerade verlassen, das Wetter war wunderbar. Wir haben hier ein Flugzeug auf dem Weg zum Kapitol. Was zum Teufel ist denn da draußen los? Sollen wir eingreifen, Sir? Ich sitze in einem Flugzeug, das entführt worden ist. Ja, Sir, ich habe F-16, die nach Washington unterwegs sind. Zwei Flugzeuge haben gerade das World Trade Center getroffen. Hey, niemand wird uns helfen. Wir müssen jetzt sofort was tun. Colonel, ich brauche Anweisungen für das weitere Vorgehen. Dürfen wir diesen Flug abschießen? Wir müssen es jetzt tun, denn wir wissen, was passiert, wenn wir einfach hier rumsitzen und nichts unternehmen.